und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Heute etwas komisch, weil ich dachte, ich will euch live dabei haben oder wie auch immer ich das formulieren kann. Oder ja, noch wenn es frisch ist. Ich hatte am Freitag oder Samstag hatte ich einen kleinen Overload. Nicht so riesig, aber halt einen kleinen. Und ich habe dann auf jeden Fall jetzt bis Mittwoch, also bis jetzt gerade eben, konnte ich kein Wort sagen. Jetzt haben wir gerade Mittwoch 0.41 Uhr. Das ist total strange. Und entschuldigt. Und deswegen wollte ich euch ein Video heute drehen. Bei mir ist es ja oft so, dass ich nach Overloads Sprachblockaden habe und dass ich dann tagelang nicht sprechen kann und dass ich dann auch Probleme habe so mit der Motorik und allem. Und dann irgendwann nach so einem gewissen Zeitraum kommt bei mir ein Husten, ein furchtbares Husten, also so ein trockenes Husten, wo auch gar nicht mehr richtig auch gar nicht mehr richtig aufhören will. Und es tut mir leid, dass ich gerade huste, aber wie schon gesagt, seit ein paar Minuten kann ich erst wieder reden. Vielleicht nicht mal eine Minute. Und ja, auf jeden Fall ist es so, dass ich dann anfange zu husten und das kann dann auch wirklich, geht dann auch furchtbar lange. Und es ist so, einerseits freue ich mich dann immer, weil das Husten heißt, es löst sich die Blockade, es geht was, irgendwie was raus. Ich weiß auch selbst nicht, warum es ein Husten ist. Das kann ich euch echt nicht erklären. Das ist aber schon immer so gewesen, dass sobald die Sprachblockade weggehen oder die Blockade am Weggehen war, es so war, dass ich angefangen habe zu husten wie eine Verrückte. Und ja, auf jeden Fall ist es dann auch so, dass es, sobald dann gehustet ist, ist es dann vorbei, dann ist die Blockade weg und ich bin eigentlich fast wieder normal. Nur eben, dass ich dann ein bisschen noch, ein bisschen brauche ich dann noch Zeit zum Denken, denk noch langsam und sollte auch nicht unbedingt jetzt gleich auf ein Riesenkonzert oder irgend sowas gehen, oder eben noch so 2-3 Tage Schonfrist ist dann schon auch noch ganz gut. Aber auf jeden Fall heißt es Husten meistens für mich dann, es fängt jetzt an, sich was zu lösen, es geht aufwärts und ja, es ist einerseits so, dass ich immer sehnsüchtig auf dieses Husten warte. Also man kann wirklich sagen, ich sitze da und wenn es nur ein bisschen im Hals kratzt, dann kommt schon dieses, fängt es an, kommt dieses Husten. Und dann, wenn es nicht kommt, dann kommt immer so, oh. Diese innere, also natürlich, da ich es nicht sagen kann, ist es dann so, dass ich das eben innerlich nur meistens bei mir kommt. Aber auf jeden Fall, wenn das Husten dann anfängt, finde ich es immer nervtötend. Weil eins kann ich wirklich sagen, es ist natürlich so, dass ich mich freue, weil die Sprache zurückkommt. Aber andererseits ist es so, das Husten tut so weh auch teilweise. Dieses, wenn man so trocken hustet, das tut einfach weh, weil ich kann es nicht beschreiben. Das ist halt wie so eine Erkältung, ohne dass dann halt da diese Schleimpropfen hochkommen. Entschuldigt, dass ich so formuliere, aber mir fällt auch keine bessere Formulierung ein. Weil einige Worte, die ich so kenne, sind halt immer noch nicht da. Tut mir leid, es ist wirklich so total unhöflich. Ich komme mir gerade ultra unhöflich vor, weil ich euch was vorhuste. Aber ich dachte, das sollte ich euch einfach mal so direkt live, wenn es passiert, zeigen. Also es ist dann so, ja, wie ich schon gesagt, dass das Husten, danach geht es dann besser. Und ja, es ist wirklich so dieses klassische, es fängt immer so mit einem kleinen Huster an, so ganz, ganz kleinen, wo man sich noch denkt, na gut, vielleicht habe ich mich an was verschluckt. Dann geht es schon weiter mit so einem etwas stärkeren Husten und irgendwann will ich gar nicht mehr aufhören zu husten. Und dann huste ich und huste ich und huste ich und huste ich wie so eine Katze, die versucht, einen Knollen hochzuwirken. Entschuldigt für diese Verhältnisse. Aber wie schon gesagt, wenn dein Wortschatz noch ungefähr bei einem Viertel ist von dem, was du gewohnt bist, musst du alles nehmen, was dir einfällt. Und dann ist es auf jeden Fall so du versuchst dieses Knäuel hochzuwirken und versuchst und es will dann einfach nicht richtig hochkommen und dann hustest du eben immer weiter und immer weiter und immer weiter und
Ja, es gibt dann auch immer so Halsschmerzen nach einer gewissen Zeit, weil einfach dieses Trockene da ist auch. Und ja, es ist wirklich so, dass ich dann teilweise so doll husten muss, dass ich wirklich mich richtig vorn überbeugen muss, um überhaupt noch Luft zu kriegen. Und das ist wirklich sehr unangenehm. Aber es ist eben einfach so, dieses einerseits, es ist unangenehm, andererseits, es ist das Schönste, was mir dann in dieser Zeit passieren kann. Wobei ich jemand bin, auch wenn ich im Overload bin, auch wenn ich kurz danach bin, ich bin oft so, dass ich sage, ja, ist jetzt doof, aber es geht ja wieder vorbei und es ist kein Weltuntergang. Und man lernt ja mit der Zeit damit umzugehen. Also ich sehe das, auch wenn es sich blöd anhört, auch immer als was Positives. Und auch etwas, ja, einfach als etwas, was dann halt ist. Es muss jetzt nicht schön sein. Es ist jetzt auch nicht so, ich unbedingt etwas, wo ich sagen würde, ich brauche sie jeden Tag oder so. Vor allem dieses Husten brauche ich nicht jeden Tag. Aber wenn es dann halt da ist, dann ist es da und man kann es ja dann auch in der Situation nicht ändern. Also ist das Beste einfach zu sagen, gut, es ist jetzt so und ja. Ich habe es jetzt noch nie versucht, was passiert, wenn ich jetzt Hustensaft nehmen würde, aber ich glaube, dass das gar nichts bringen würde, weil dieses Husten ja keine richtige.